Hi Leute, ich bin's wieder. Boah, jetzt habe ich das Intro reingeschissen. Okay, egal. Hi Leute, ich bin Skepper 1232 und heute spielen wir wieder Undertale. Im letzten Part haben wir gegen Madaton gekämpft und hatten sogar ein Date mit Alphys. Das leider nicht so gut geklappt hat, wie man es gehofft hat. Und ja, jetzt sind alle verschwunden. Und wir sind wieder hier am Anfangsbereich von Waterfall. Beziehungsweise auf der Müllhalde. Dann schauen wir mal nach, wo uns die Reise heute bringt. Es klingelt. Hallöchen. Wenn das nicht mein guter Freund ist, der mir traut. Oder vertraut. Hier ist Papyrus, der auch dein Freund ist. Erfs und ich beendeten unser Training früh. Sehr früh. Also habe ich sie nach Hause geschickt. Ganz nach Hause. Jetzt habe ich auch ohne besonderen Grund das starke Gefühl, dass du dort auch hingehen solltest. Zu ihrem Labor zu Hause. Ich habe nur gute Gefühle dabei. Tschüss. Okay, wir sollen einfach zu ihr nach Hause, dann machen wir das. Warum nicht? Naja, er sah nicht wirklich glücklich darüber aus. Vielleicht erwartet uns auch was Schreckliches, aber ich weiß es ja nicht. So, dann fahren wir nach Hotland. Und dann besuchen wir Alphys nochmal. Diesmal aber nicht, um ein Date zu machen. Boah, ich liebe es einfach, wie dieser Übergang hier geht. Jetzt ist einfach wieder alles schwarz. Denkt daran, oft eine Pause einzulegen. Pause haben wir tatsächlich viel zu lang gemacht. Also es tut mir wieder leid, dass 2 Monate nichts mehr kam von dem Spiel. Das war eine viel zu lange Pause. Komm doch mal wieder vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob wir dich je besuchen müssen. Aber ja, lass uns einfach das tun, was uns gesagt wurde. Und zwar gehen wir ins Labor und schauen nach, was hier überhaupt abgeht. Okay, die Tür geht auf, wo wir eigentlich davor nie reingehen konnten. Und hier liegt ein Stück Papier. Es ist eine Notiz von Alphys. Lesen? Natürlich, ich meine, es ist ja nicht normal, dass einfach so eine Notiz auf dem Boden liegt. Es muss ja irgendwie schon eine Bedeutung haben. Aufgrund der Handschrift ist es kaum zu entziffern, aber du gibst dein Bestes. Hey, ich danke euch für eure Hilfe vorhin. Leute, eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel. Aber egal wie schwer es mir fällt, das zu sagen, ihr alleine könnt meine Probleme nicht einfach magisch verschwinden lassen. Ich möchte eine bessere Person werden. Ich möchte keine Angst mehr haben. Und dafür muss ich mich meinen eigenen Fehlern stellen. Ich werde jetzt damit anfangen. Ich möchte etwas klarstellen. Das ist nur mein Problem und von niemandem sonst. Aber wenn ihr nie wieder von mir hören solltet, wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt, betretet die Tür nördlich dieser Notiz. Ihr verdient es alle zu erfahren, was ich tat. Das ist alles, was sie schrieb. Oh. Was hat sie getan, Leute? Was hat sie getan? Hat sie was ganz Böses getan, weil angeblich hat sie was verheimlicht. Warnung, Warnung. Oh oh. Aufzug verliert Strom. Das ist nicht gut. EM Seilstabilität. EM, war das ein Schreibfehler? EM. Vielleicht muss sie auch dem draufstehen. Na gut. Jetzt sind wir mit dem Aufzug einfach eingestürzt. Und haben einfach überlebt. Ja, moin. Und wir sind an einem Ort, den wir eigentlich nicht besuchen wollten. Eintrag Nummer 1. Es ist soweit. Zeit, das zu tun, was mir der König auftrug. Ich werde die Macht erschaffen, die uns alle befreien wird. Ich werde die Macht der Seele erwecken. Eintrag Nummer 2. Die Barriere ist durch Seelenkraft versiegelt. Unglücklicherweise kann diese Kraft nicht künstlich umgewandelt werden. Seelenkraft kann nur von etwas genutzt werden, das einst gelebt hat. Um mehr zu erschaffen, müssen wir das nutzen, was wir haben. Die Seelen von Monstern. Eintrag Nummer 3. Aber die Seele eines lebenden Monsters zu extrahieren, würde irrsinnige Macht benötigen. Zudem ist es unpraktisch, denn das würde den Wirt der Seele zerstören. Und mit Ausnahme der standhaften Menschenseelen, würden die Seelen der meisten Monster sofort mit dem Tod verschwinden. Wenn ich es nur schaffen würde, Monsterseelen beständig zu machen. Eintrag Nummer 5. Ich habe es geschafft.
Mit Hilfe der Blaupausen habe ich es endlich aus der menschlichen Seele extrahiert. Ich denke, das ist es, was ihren Seelen die Macht gibt, nach dem Tod zu bestehen. Der Wille weiterzuleben, der Entschluss, das Schicksal zu ändern. Nennen wir diese Kraft Entschlossenheit. Okay, also gibt es hier sehr viele Experimente und oh, der Übergang sieht wieder so geil aus mit den Rändern. Ja. Wir sind jetzt einfach in einem Labor. Das nennt sich das wahre Labor. Das sieht echt düster aus. Ein Notiz liegt auf dem Boden. Du kannst nicht alles lesen. Aufzug, Energieverlust, Zentrum betreten. Das ist alles, was du entziffern kannst. Generatorraum. Okay. Chips für 25 Gold kaufen. Der Snackautomat gibt einige Chips aus. Geil. Es ist eine künstliche Pflanze. Okay. Dann gehen wir mal nach links und schauen nach, was uns dort erwartet. Eintrag Nummer 6. Esco hat jeden außerhalb der Stadt nach Körpern von gefallenen Monstern befragt. Ihre Körper kamen heute an. Sie liegen noch im Koma. Schon bald werden sie zu Staub zerfallen. Aber was passiert, wenn man ihnen Entschlossenheit injiziert? Sollten ihre Seelen bestehen, nachdem sie sterben, dann ist die Freiheit vielleicht näher, als wir alle dachten. Also sie hat im Prinzip an sterbenden Monstern, ja, Sachen ausgetestet. Das heißt im Prinzip ältere Monster oder so. Eintrag Nummer 9. Moment mal. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal lesen sollen. Naja, wir lesen es einfach. Ich glaube nicht, dass die Reihenfolge allzu dramatisch ist. Eintrag Nummer 9. Die Dinge laufen nicht besonders gut. Keiner der Körper zerfiel zu Staub. Also bin ich nicht an die Seelen gekommen. Ich habe den Familien erzählt, dass sie den Staub für die Beerdigung erhalten. Die Leute fangen an, mich zu fragen, was geschehen ist. Was soll ich jetzt machen? Puh. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Du drehst den Hahn auf. Du drehst den Hahn auf. Und du drehst den Hahn auf. Nur der Hahn hat irgendwas Ekliges drin. Etwas Lebendiges. Etwas sehr Großes Lebendiges. Irgendwas kommt näher. Es hat einfach keinen Namen. Okay, doch, die heißen A, B und C. Wir machen erstmal eine Analyse. Keine Daten verfügbar. Alright, wir kämpfen gegen irgendwas ohne Namen. Irgendwas, was uns hoffentlich nicht töten wird. Doch es kam niemand. Wir können Item, Handy und Statuswerte auswählen. Ich weiß nicht wieso. Wir machen mal Items. Der Gegner legt einen Teil von sich selbst in dein Inventar. Das ist ein bisschen eklig. Ich will kein Ding mit mir schleppen. Riecht nach Batterien. Statuswerte. Angriff 10, Verteidigung 20. Okay, dann heißt es, wir müssen das Handy rauszücken, oder? Oder gab es noch irgendwas, was wir hatten? Ja, wir müssen das Handy rauszücken. Du siehst dein Handy hervor, du empfängst Stimmen. Komm, mach mit. Sollen wir denen vertrauen? Ich würde ungern mitmachen. Okay, ihre Namen lauten Memory Head. So, mitmachen oder ablehnen? Wollen wir, was machen wir? Wollen wir mitmachen? Können wir jetzt Analyse machen? Memory Head. Das ist ein echtes Treffen. Komm, mach mit. Das andere konnte ich nicht lesen. Sollen wir den joinen? Wir machen das einfach. Ich hoffe nicht, dass da was Schlimmes passiert. Mitmachen. Halt still, werde einer von uns. Das ist ein echtes Treffen. Nee, eigentlich will ich gar nicht einer von euch werden. Ihr seht nicht gesund aus. Ihr seid so mutierte Wesen. Wir lehnen es ab. Wie schade. Es tut mir leid. Ihr seid aber echt abgefuckte Kreaturen. Mit euch will man lieber nicht irgendwas anfangen. Es scheint sich nicht mehr zu kümmern. Okay, dann haben wir es geschafft. Wir kriegen gar nichts. Ein roter Schlüssel liegt in der Spüle. Du nimmst ihn und befestigst ihn am Schlüsselbund. Das war ein Monster. Oder ein Mutant, ich weiß es nicht. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Abfluss. Verloren. Das ist alles, was du entziffern kannst. Klick, der rote Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. Ja, das war eigentlich ein Hinweis, aber dann haben wir einfach das Rätsel viel früher gelöst. Na gut.
Wir wissen nicht, was Memory Head ist. Na gut, ich weiß es ja im Prinzip, aber vielleicht wird das hier gleich auch aufgeklärt. Eintrag Nummer 12. Nichts passiert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich werde allen einfach weiterhin Entschlossenen initiieren. Es muss einfach klappen. Eintrag Nummer 13. Einer der Körper hat seine Augen geöffnet. Igitt. Das ist im Prinzip so, als würde man mit Leichen testen. Es ist ein leerer Fressnapf für Hunde. Mhm. Die Uhr ist kaputt. Okay. Eintrag Nummer 14. Alle, die gefallen sind, sind wieder aufgewacht. Sie stolzieren alle herum und reden, als sei nichts passiert. Ich dachte, sie sollten längst tot sein. Das heißt, wir haben gerade gegen ein untotes Wesen gekämpft. Und das ist das Schlafzimmer. Und die Decke sieht definitiv anders aus als die anderen. Etwas liegt unter der Decke. Untersuchen? Wir müssen's. Ja. Es ist ein gelber Schlüssel. Du legst ihn an deinem Schlüsselbund an. Gelber Schlüssel. Okay, was haben wir hier? Goldene Blumen. Eintrag Nummer 7. Wir brauchen ein Gefäß für die Monsterseelen, wenn wir soweit sind. Immerhin können Monster nicht die Seelen anderer Monster absorbieren. Genauso wie ein Mensch keine menschlichen Seelen absorbieren kann. Wenn dem so ist, was passiert dann mit etwas, was weder Mensch noch Monster ist? Man weiß es nicht. Eintrag Nummer 10. Die Experimente am Gefäß sind ein Fehlschlag. Es scheint sich nichts von den anderen Fällen zu unterscheiden. Wie auch immer. Es ist sowieso schwierig, damit zu arbeiten. Die Samen bleiben einfach hängen und gehen nicht mehr ab. Was geht hier ab in diesem Labor? Das Labor ist echt abgefuckt. Oh, Spiegelbild. Und noch ein Mutant. Ein Mutant, der sogar über die Textbox geht. Also Leute, um euch das zu erklären, falls ihr es immer noch nicht gecheckt habt, diese Monster oder Mutanten, die gegen uns kämpfen, sind die verstorbenen Monster, mit denen experimentiert wurde. Und man sieht, die Monster sind vom Tod aufgestanden, aber sehen abgefuckt aus. Analyse. Irgendwas, was... Okay, man kann überhaupt gar nichts dran lesen. Außer das letzte, da steht irgendwas mit Vision drauf. Kann ich nicht lesen. Irgendwas mit nicht. Okay, da am Ende irgendwas mit Vision stand, habe ich noch irgendwas gelesen mit Säubern. Vielleicht müssen wir dem Säubern... Ach du Kacke. Säubern? Du wäschst deine Hände. Nichts passiert. Okay. Okay, ich kann... bei dem kann ich wirklich nichts herauslesen. Es tut mir leid. Wenn ihr was rauslesen konntet, dann... Respekt. Herumhacken? Machen wir das mal. Du hackst herum. Es ist effektiv. Okay, es ist sehr effektiv. Alter, was ist das für ein kopfloser Larry, Alter? Riecht wie ein Komma. Beten, verblüffen, summen, beten. Du kniest nieder und betest für Sicherheit. Das Ding ruft sich etwas ins Gewissen. Okay. Es war also effektiv, denke ich mal. Autsch. Ich hoffe, das Ding killt uns jetzt nicht. Verblüffen? Du verblüffst Reaper Bird. Reaper Bird erinnert sich an etwas. Jemand versteht es endlich. Quack, quack. Mut. Ja, also, das... Der Mutant heißt Reaper Bird. Reaper Bird wurde besänftigt. Verschont, wir haben gewonnen. Das war einfach Reaper Bird. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Kalt. Das ist alles, was du entziffern kannst. Okay, das heißt, da brauchen wir einen blauen Schlüssel. Den kriegen wir irgendwo, wo es kalt ist. So, ich hoffe, es wird auch erklärt, warum das Monster 3 Textboxen hatte. Falls nicht, dann würde ich das sonst selbst erklären, aber ich schaue mal nach. Eintrag Nummer 15. Es scheint, als würde diese Forschung zu nichts führen. Aber scheinbar ist zumindest ein glückliches Ende dabei rausgekommen. Ich sende die Seelen und das Gefäß zurück zu Asgore. Ich habe schon den Familien mitgeteilt, dass alle am Leben sind. Ich schicke sie alle morgen zurück. Glückliches Gesicht. Eintrag Nummer 16. Nein, 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 nein! Oh oh, was ist passiert?
Ich glaube, ab Eintrag 16 kam die Zeit, wo die zum Leben erweckt sind. Joa. Was zum Teufel ist das? Steve lief eine Dusche und mit so einem komischen Schwanz. Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare. Grüner Schlüssel. Ein grüner Schlüssel liegt in der Badewanne. Du nimmst ihn und befestigst ihn am Schlüsselbund. So, das war aber definitiv kein kalter Ort. Und das war kein Safe-File, sondern ein Ding. Riecht nach süßen Zitronen. Lemon Bread, also zu Deutsch Zitronenbrot. Wir können es nicht analysieren, wir können rufen, summen, Armbeugen, schreien, loslassen und heulen. Wir tun mal rufen. Du rufst nach Hilfe, doch es kam niemand. Willkommen in meiner Hölle. Nein, es ist nicht geil. Nicht geil. Riecht nach süßen Zitronen. Dann schreien wir einfach. Du schreist laut, doch es kam niemand. Bleib hier bei mir. Lieber nicht. Autsch. Das war ein starker Biss. Jo, das hätte ich nicht mal geschafft. Loslassen. Du lässt Lemon Bread in Ruhe. Lemon Breads Zähne zucken. Das sagen sie alle. Was sagen sie alle? Wir summen mal. Du summst einen vertrauten Ton. Lemon Breads Körper zuckt. Das sagen sie alle. Ach du meine Güte. Oh. Ich hätte es schon gar nicht geschafft. Riecht nach süßen Zitronen. Ey, wir müssen es heilen. Böser Traum. Wir nehmen mal die Chips einfach. Du isst die Toffelchips. Okay. Ey, manchmal kann man da doch gar nicht dodgen, weil das einfach zu weit weg ist. Also gerade geht es noch. So. Armbeugen. Du beugst deine Arme. Lemon Bread scheint sich an etwas zu erinnern. Ich fühlte das zuvor. Oh, das war knapp. Autsch. Heißt es nun auf Wiedersehen? Leider ja. Gewonnen. Falls ihr euch an das Ding erinnert, an dieses Gerüst vom Gesicht, das war ein Omega-Flowey-Kampf. Das war dieses Teil. Das heißt, Flowey hat das von hier sozusagen abgeholt. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Unter Decke. Das hatten wir ja schon gehabt. So, jetzt haben wir hier noch einen Text. Eintrag Nummer 4. Ich habe die Menschen genauer studiert, um mehr über ihre Seelen zu erfahren. Letztendlich bin ich um das Schloss herumgeirrt und fand komische Kassetten. Ich denke nicht, dass Elskor sie selbst gesehen hat. Und ich denke nicht, dass er das sollte. Kassetten? Hier sind einige VHS-Bänder. Es scheint sich größtenteils um Cartoons zu handeln. Sie scheinen alphabetisch sortiert zu sein, bis auf ein paar klebende. Und hier sind einige VHS-Bänder. Bei einem Großteil scheint es sich um Cartoons zu handeln. Hier steht ein VHS-Spieler mit einigen ausgewählten Bändern. Sie sind in einer bestimmten Reihenfolge gegliedert. Willst du eine ansehen? Wir werden natürlich alles uns ansehen. Band 1. Psst, Gory, wach auf. Was ist los, Schatz? Und warum hast du eine Videokamera? Psst. Ich möchte deine Reaktion einfangen. Gori, Liebster, was ist mein liebstes Gemüse? Karotten, richtig? Nein, nein, nein. Mein Lieblingsgemüse ist Edamame. Verstehst du? Geh wieder ins Bett, Schatz. Nein, nein, noch nicht. Wenn ich ein Hund wäre, welche Hundeart wäre ich dann? Ich weiß es nicht, Schatz. Welche Art Hund könntest du sein? Ich wäre ein Marmarian. Hohoho. Du bist wirklich über das Kind glücklich. Weißt du, wenn du weiter solche Witze machst, bist du vielleicht eines Tages eine berühmte Marmedien. Naja, ich gehe ins Bett. Hey, komm schon, Tori. Das war witzig. Ich weiß, ich ärgere dich nur. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, meine Liebe. Aber hier drin ist es vielleicht zu dunkel für die Kamera.
Leute, die schon andere Themen mit mir verfolgen seit meinem Let's Play, müssten eigentlich schon wissen, wer die beiden Stimmen waren. Und das ist echt interessante Stories. Gut, Kepa, bist du bereit? Mach dein grusiges Gesicht. Ah! Oh, warte. Ich hatte den Objektivdeckel noch nicht drauf. Was? Du machst es nicht noch einmal? Komm schon. Hör auf, mich auszutricksen, ha? Band 3. Hallöchen, Kepa. Lach in die Kamera. Ha, diesmal hab ich dich. Ich hab den Deckel absichtlich draufgelassen. Jetzt lächelst du ohne Grund. Was? Oh ja, ich erinnere mich. Als wir versuchten, Karamellkuchen für Vater zu backen. Im Rezept hieß es, man sollte Butter verwenden. Aber wir haben aus Versehen Butterblumen verwendet. Ja, diese Blumen haben ihn echt krank gemacht. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Mama war wirklich verärgert. Ich hätte es mit einem Lachen abtun sollen, wie du es gemacht hast. Wie auch immer. Wie geht es jetzt weiter? Wie, die Kamera ausschalten? Okay. Band 4. Mir gefällt die Idee nicht, Kepa. Was? Nein, ich... Große Kinder weinen nicht. Ja, du hast recht. Nein, ich stell dich nicht in die Frage, Kepa. Niemals. Ja, wir sind stark. Wir befreien alle. Ich hole die Blumen. Band 5. Kepa, kannst du mich hören? Bitte wach auf. Kepa, du musst entschlossen bleiben. Du darfst nicht aufgeben. Du bist die Zukunft der Menschen und Monster. Shh, Kepa. Bitte wach auf. Mir gefällt dieser Plan nicht mehr. Ich... Nein, ich sagte, ich zweifle niemals an dir. 6, richtig? Wir brauchen nur 6. Und wir erledigen das zusammen, richtig? Das hat auch was ein bisschen mit Lore zu tun, aber da gehen wir irgendwann mal drauf. ESH-Extraktionsmaschine. Status inaktiv. Ja, hier sieht das doch etwas kalt aus. Ich meine, es ist sehr vernebelt. Ach du meine Güte. Es ist tatsächlich vernebelt. Ich sehe gar nichts. Kann man da hoch? Moment mal. Ja. Na gut. Da geht's. Da war aber nichts. Moment mal. Natsch mal wieder zurück. Wir hatten ja ein paar Schlüssel gehabt. Was war hier? Das mit den Kassetten, ja. Okay. Hier war ja diese Badewanne, ja. Ganz rechts waren wir aber noch nicht. Da waren wir noch gar nicht. Gehen wir einfach mal kurz dahin. Ja, hier sieht es doch viel kälter aus. Eintrag Nummer 11. Jetzt, wo Melaton erfolgreich ist, redet er nicht mehr mit mir. Er fragt mich nur noch, wann ich seinen Körper vervollständige. Aber wenn ich seinen Körper vervollständige, braucht er mich vielleicht nicht mehr. Dann sind wir bestimmt keine Freunde mehr. Ganz davon abgesehen, bringt mich die Arbeit sowieso ziemlich ins Schwitzen. Komische Schneeflocken am Himmel. An der Wand ist ein Schalter. Drücken? Warum nicht? Wir haben jetzt die Ventilatoren angemacht und die Schneeflocken verwandeln sich wieder in einen Mutant. Und es kommt auf uns zu. Es ist ein Hunde-Katzenwesen. Hilfe. Ja, wir können nichts machen, außer zusehen, wie das Ding auf uns zukommt. Wir können diesen Mutanten-Dingern nicht mal Geschlechter geben. Es sind einfach Dinger. Es ist der Amalgamate. Du isst den Karamellkuchen. HP wiederhergestellt. Ein Hund ohne Gesicht. Autsch. Amalgamate sieht dir aufmerksam zu. Analyse. Amalgamate. Es ist unklar, aus wie vielen Hunden er besteht. Ja, okay, hier wird es gesagt, das sei sogar männlich, aber... Naja, da es ja aus mehreren Hunden besteht... Es riecht nach einer Menge Hunde. Zuwinken, ignorieren, streicheln, spielen. Naja, es sind ja Hunde. Man kann ja versuchen, die zu streicheln, auch wenn die abgefuckt aussehen. Es sind ja trotzdem Hunde, wenn man darüber nachdenkt.
Amalgamate ist zu weit weg zum Streicheln. Du streichelst die Luft. Aha, okay, das ist, wir müssen es anlocken. Na, deswegen tut es die ganze Zeit Fernkampfangriffe. Amalgamate sieht dir aufmerksam zu. Warte, wie können wir zuwinken? Ich glaube, so können wir das doch herrufen, oder? Du rufst nach dem Amalgamate. Es springt zu dir und verliert eine komische Flüssigkeit aus einer Öffnung. Ja. Jetzt sabbert das Ding. Nicht sehr lecker. Amalgamate kommt näher und möchte Zuneigung. Ja, komm, wenn du Zuneigung willst, dann streichen wir dich. Du streichelst den Amalgamate. Er verzerrt plötzlich, beruhigt sich jedoch wieder. Es bleibt kurz ruhig auf deinen Schoß. Schläft ein. Plötzlich schießt es hinweg und krabbelt wild an den Wänden entlang. Das ist eklig. Das ist echt eklig. Ich meine, es ist trotzdem ein Hund, wenn man darüber nachdenkt, aber es ist ein. Amalgamate kratzt die Wand mit seinen Klauen. Ja, wir müssen ein bisschen heilen. Warum auch immer bin ich zu dämlich, um die zu dodgen. So, okay. Der kratzt. Ja, kratzt die Wand mit seinen Klauen. Was können wir noch machen? Spielen? Du wirfst deine Waffe in die Ecke des Raumes. Der Amalgamate bringt sie dir wieder zurück. Mit Stolz? Du wiederholst das Ganze ein paar Mal. Jetzt ist Amalgamate sehr müde. Es lehnt seinen formlosen, tropfenden Körper an dich. Bah. Das heißt, dieses Ding hat nicht mal eine Masse. Amalgamate zuckt liebevoll. Naja, es lehnt sich ja an uns dran. Das heißt, wir können es ja weiter streicheln. Du streichelst den Amalgamate. Es generiert Zufriedenheitsschaum der Stufe 1. Ja, das heißt, es sabbert noch mehr und das ist noch ekliger. Sehr eklig. Amalgamates Krämpfe werden stärker. Weiter streicheln? Du streichelst heftiger. Der Amalgamate scheint zufrieden zu sein. Wenn man sieht, das sind jetzt Hundegesichter im Schatten. Oder eher gesagt, zwischen den Beinen. Verschonen. Und wir haben es besiegt. Guck mal, da wir jetzt den Ventilator angemacht haben, oder die Ventilatoren, muss doch links die Rauchwolke jetzt eigentlich weg sein, oder nicht? Weil. Wäre zwar unrealistisch, aber hey, es ist ja immer noch Wind. Also ja, ihr habt es ja gesehen. Der Hundemutant bestand aus mehreren Hunden. Und die anderen Monster, die mehrere Textdialoge hatten, bestanden auch aus mehreren Monstern. Eintrag Nummer 19. Die Familien fragen mich immer wieder, wann alle wieder zurückkommen. Was soll ich nur sagen? Ich beantworte nicht einmal mehr die Anrufe. Schlecht. Es ist ein Kühlschrank. Er ist leer. Da hat es gezuckt im Kühlschrank. Er ist ein Kühlschrank. Er scheint seltsame Proben zu enthalten. Eintrag Nummer 20. Esco hat mir heute 5 Nachrichten hinterlassen. 4 darüber, dass jeder sauer ist. Und eine über diese putzige Teetasse, die wie ich aussieht. Danke, Esco. Eintrag Nummer 21. Ich verbringe jetzt meine Zeit regelmäßig am Schrottplatz. Das ist mein Element. So, was ist jetzt hier drinne? Es ist ein Kühlschrank. Er ist leer. Er ist leer, aber wackelt. Alright. Es ist ein Kühlschrank. Er scheint seltsame Proben zu enthalten. Es ist ein Kühlschrank. Er ist leer. Okay. Der Kühlschrank war eine Attrappe. Und noch ein Mutant. Perfekt. Es ist eiskalt. Amalgamate. Das ist das einzige Monster, das ich finde, jeder erkennen kann. Das Monster ist Snowdrake. Amalgamate. Angriff minus 12, Verteidigung minus 5. Es scheint zu zergehen. Snowy. Das Ding ist, das Monster will uns nicht mal bekämpfen. Also, in diesem Monster, das wir gerade sehen, befinden sich drei Monster. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Also, man erkennt Snowdrake. Das Vogelfieh aus dem Schneegebiet. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch seht. Und zwar die Karotten aus der Ruine, die sind auch zu sehen. Und zwar sind das die Augen. Wenn man das so anguckt, das sind eigentlich zwei Gesichter. Und da, wo eigentlich. Ja, die Pupillen wären, das ist im Prinzip der Mund der Karotten. Und die haben so zwei Pünktchen als Nase und dann nochmal zwei große Kreise als Augen. Das sieht man, glaube ich, richtig easy. Also das kann man nicht übersehen. Wir versuchen mal zu lachen. Du lachst und lachst weiter. Es ist so witzig, du kannst nicht aufhören. Was? Du hast das nicht gemacht?
Na gut, lachen wäre, glaube ich, eine dumme Situation, vor allem weil das Ding komplett depressiv und zerstückelt aussieht. Riecht nach salziger Schmiere. Stören will ich es eigentlich auch nicht. Das tut mir echt viel zu leid. Wir scherzen mal. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Ihr Ausdruck verändert sich. Ich erinnere mich. Es ist eiskalt. Du machst einen schlechten Witz über Eis und ihr Ausdruck verändert sich weiter. Ha, danke. Sie verfehlt jeden Angriff. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Sie ist völlig beruhigt. Und gewonnen. Du findest einen blauen Schlüssel und befestigst ihn im Schlüsselbund. Haben wir den grünen Schlüssel schon? Ja, haben wir. Okay, Vorhang. Okay, Vorhang, das war ja das mit dem Badezimmer, das hatten wir. Jo, Leute, wir haben alle Schlüssel im Prinzip schon eingesammelt. Der Kühlschrank, der warum auch immer Anfälle bekommt, ich weiß nicht, ich dachte, da wäre vielleicht eine Attrappe, aber war doch keine. So, das Gelbe hatten wir auch, perfekt. Da war nur der Vorhang mit dem Badezimmer. Alright, dann gehen wir mal wieder zurück. Ne, rechts war, glaube ich, nichts mehr. Was hatten wir? Ich glaube, wir haben alles außer nur noch die eine Farbe, oder? Wo mussten wir denn noch was einstecken? Ja, nur noch blau fehlt uns. Blau, blau, blau. Wo war blau? Ich habe das Gefühl, das Blau war doch bei den Dingens, oder nicht? Bei den Blumen. Wenn ich mich nicht täusche. War hier das Blaue? Aber hier war ja das Spiegelbild. War hier blau? Muss, oder? Ja, hier ist blau. Okay, dann haben wir es geschafft, Leute. Jetzt können wir das Tor öffnen. Wir haben dann die Puzzles fertig. Jetzt können wir schauen, was uns dahinter erwartet. Ja, dann latschen wir mal da durch. Und ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut, aber muss, glaube ich, oder ist, glaube ich, nicht allzu laut. Dann marschieren wir dorthin. Und wir speichern definitiv noch, bevor wir da reinlatschen. Let's go, der Hase. Okay, wir können hier nach links gehen. Und sind wieder am Anfang. Alright, alright. Das heißt, wir müssen hier durch. Oder? Ah, der hat keinen Strom. Das heißt, wir müssen tatsächlich doch nach links. Okay, ich war gerade verwirrt. Ich dachte gerade, wir wären hier wieder am Anfang. Es scheint abgeschaltet zu sein. Alright, die sind alle aus. Und da ist eine Maschine mit unserer Seele sogar. Mit einer roten. Es reguliert den Strom für den Aufzug. Einschalten? Warum nicht? Wir müssen sowieso ja raus aus dem Labor. Und wir werden attackiert von vier Mutanten. Bitte nicht. Kein 1 gegen 4, das wäre unfair. Hey, stopp. Und Alphys ist da. Ich habe euch Futter mitgebracht, okay? Es sind einfach Tiere geworden. Tut mir leid. Sie werden ein wenig frech, wenn man sie nicht zeitlich füttert. Ich denke, sie haben deine Toffelchips gerochen und wie auch immer. Der Strom fiel aus und ich wollte ihn wieder einschalten. Aber es scheint, du warst mir einen Schritt voraus. Das war dir wahrscheinlich alles sehr unangenehm. Aber ich schätze, dass du mir helfen wolltest. Wie ich sagte, hatte ich Angst, dass ich nicht wiederkehren würde. Aber es liegt nicht an diesen Typen. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass ich zu viel Angst hätte, die Wahrheit zu erzählen. Dass ich wegrenne oder etwas Feiges mache. Ich schätze, ich schulde dir wohl eine Erklärung. Okay, dann muss ich das doch nicht selbst erklären. Wie du vielleicht weißt, wollte Asgore, dass ich Seelen studiere. Während meiner Forschung isolierte ich eine Macht namens Entschlossenheit. Ich habe es in sterbenden Monstern injiziert, damit die Seelen bestehen. Aber das Experiment schlug fehl. Weißt du, im Gegensatz zu menschlichen Körpern haben Monster nicht genug physische Beständigkeit für viel Entschlossenheit. Ihre Körper beginnen zu schmelzen und ihre Form zu verlieren. Schon bald sind alle Testsubjekte zusammengeschmolzen und diesen Dingern. Als ich sie so sah, wusste ich, ich kann es ihren Familien nicht erzählen. Ich könnte niemals davon erzählen. Egal, wie sehr man mich auch danach fragen würde.
und ich hatte zu viel Angst daran weiterzuarbeiten. Alles, was ich tat, war ein furchtbarer Fehlschlag. Aber jetzt denke ich anders darüber nach. Ich werde jedem erzählen, was ich getan habe. Es wird schwer werden. Ehrlich sein. An mich glauben. Es werden sicherlich harte Zeiten werden. Es gibt bestimmt Tage, an denen ich es wieder vermassel. Aber zu wissen, dass ich so gute Freunde habe, das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ich danke dir. Und die sind wieder da. Kommt, Leute. Es ist an der Zeit, dass alle nach Hause gehen. Na gut, also im Prinzip die Ster- oder die halbtoten Monster. Okay, ich erkläre es, bevor ich weitermache. So, die Monster sind alle oder waren alle am Sterben. Dann hat sie halt mit denen rumexperimentiert und die sind dann irgendwie zusammengemischt worden. Also haben sich irgendwie fusioniert und wurden halt zu diesen Mutanten. Und falls man gesehen hat, dass manche Mutanten drei Textboxen hatten, obwohl es nur eine Figur war. Das liegt daran, weil drei Stück in einem zusammengemischt wurden. Wie bei dieser Snowdrake-Mutter hat man das auch gesehen. Das waren ja einmal Snowdrakes Mutter und zwei von diesen Vegetoids, diese Karotten. Und so ist es auch bei den anderen Monstern. Und ja, jetzt kommen die wieder in die Freiheit. Ich meine, klar, zum einen hat man jetzt im Prinzip mehrere Familien in eins gemischt, weil die ja jetzt einen Körper teilen. Aber ey, die leben ja wieder, die sind ja nicht gestorben, die sind ja wieder am Leben. Aber halt nicht mehr so, wie die vorher aussahen. Eintrag Nummer 8. Ich habe mich für einen Kandidaten entschieden. Ich habe Asker noch nichts gesagt, weil ich ihn überraschen wollte oder möchte. Im Zentrum seines Gartens gibt es etwas ganz Besonderes. Die erste goldene Blume, die noch vor den anderen erblühte. Die Blume von der Außenwelt. Sie erschien kurz bevor die Königin ging. Ich frage mich, was passiert, wenn etwas ohne eine Seele den Willen erhält zu leben, aka Flowey. Eintrag Nummer 18. Die Blume ist verschwunden, aka Flowey ist verschwunden. Ja, und Flowey ist so im Prinzip zum Leben geworden. Es klingelt. Es ist eine Stimme, die du noch nie zuvor gehört hast. Kepper, bist du da? Es ist lange her, nicht wahr? Aber du hast dich gut geschlagen. Dank dir verläuft alles nach Plan. Kepper, man sieht sich. Man weiß nicht, was das für eine Stimme war. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wer das sein könnte. Aber ja, ihr seht es, Leute. Wir sind wieder vor Asgors zu Hause. Die Tür ist durch wuchernde Schlingpflanzen fest verwachsen. Wir können auch nicht mehr nach Hause. Wir können auch nicht speichern. Ja, moin, ich wollte gerade meinen Part beenden, aber es geht doch nicht. Ja, wir laufen jetzt Richtung Asgore. Und wenn wir den nächsten Savepoint erreichen, dann beende ich den Part. Weil der Part ist jetzt schon echt lang gezogen. Sehr, sehr lang gezogen. Und es ist so ruhig. Ach, viel zu ruhig, Leute, viel zu ruhig. Immer noch kein Savepoint, what the heck? Ja, wir sind jetzt bei ihm zu Hause. Ein Herzanhänger liegt in der Verpackung. Wir nehmen den mit für die Verteidigung. Guck mal, wir haben noch diese von diese böse Erinnerung. Böse Erinnerung. Verletzt 1 HP. Wow, das Ding zieht uns sogar Leben ab. Das Tütü werfen wir weg. Das brauchen wir gar nicht mehr. Ja, das wird dann, denke ich mal, gehen wir nach unten. Ich meine, es ist ja nicht mehr abgeschlossen. Es ist alles viel zu ruhig, Leute. Viel zu ruhig. Keine Musik. Davor lief hier immer Musik und dann kam so das Cutscenes über die Story. Jetzt ist hier gar nichts mehr. Einfach Stille. Einfach nichts mehr. Es ist echt viel zu ruhig, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch schaffen mit dieser Lautstärke. Ey, wir können hier auch nicht mal safen. Nicht mal bei Sans. Ja, what the heck? Wird er uns wieder judgen? Nein, er ist auch nicht mehr da. Oder hat er uns schon gejudged? Ich bin mir nicht mehr sicher. Beziehungsweise beurteilt.
Ich spreche hier noch Denglisch, Alter, ja moin. Esko ist auch nicht mehr da. Wir können tatsächlich nicht speichern? What the heck? Moment mal. Wie spannend. Denk einfach, es wäre wie ein Besuch beim Zahnarzt. Leute, weil es kann doch nicht sein, dass es hier keinen Speicherpunkt gibt. Sonst muss ich das Video. Oh, doch, es gibt's auch. Ich dachte gerade. Bist du bereit? Ich kann verstehen, wenn du es nicht bist. Ich bin genauso wenig bereit dafür. So, Leute. Das Ende. Das ist buchstäblich das Ende. Das ist der vorletzte Part vom True Pacifist Run. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert, teilt das Video weiter und bleibt definitiv beim nächsten Part dabei, weil da wird die Action richtig abgehen. Vertraut mir, das wird die größte Action aller Zeiten. Tschüss, Leute.